Hallo, hier ist wieder eure Gartenmoni. Heute habe ich Premiere mit meinem neuen Mikro. Hier seht ihr das. Ich hoffe, dass jetzt der Ton besser wird, dass das Rauschen vom Wind und so, dass man es das nicht mehr so mitkriegt. Also müsste man dann unten in den Kommentaren mal schreiben, ob das wirklich so ist. Ich bin schon gespannt. Also gut, heute geht es um Basilikum. Und zwar habe ich vor gut 14 Tagen, 16 Tagen ungefähr, habe ich es angesät. Und das zeige ich euch einmal, wie das gewachsen ist. Das sind schon richtig schöne kleine Pflanzen geworden. Und die möchte ich jetzt in kleine Töpfchen tun, dass sie dann noch schöne Pflanzen werden, also buschiger werden. Und wenn es dann nach den Eisheiligen rauskommen, pflanze ich die ja ins Beet rein. Und deswegen in Töpfe, damit sie kräftig werden. So, die Erde ist jetzt ausgetrocknet, die muss ich jetzt ein bisschen nass machen. Sonst bringe ich die nicht richtig raus. So, das reicht, dass es durchgeht. Ich habe da schon einmal was gemacht heute Vormittag. Seht ihr? Habe ich schon in Töpfen rein. Da habe ich nur Erde rein. Und hier zeige ich noch mal meine bekannten und berühmten Kaffeefilter. Einmal ein neuer, einmal ein gebrauchter. Da ist noch Kaffeepulver mit drin. Ihr wisst ja oder wisst auch nicht, wer es nicht weiß, der schaut mal oder klickt auf den Link oben. Beziehungsweise unten stehen alle Links nochmal zum Nachlesen, wenn irgendwas unklar ist. Könnt ihr nachlesen. Da gebe ich jetzt halt Erde rein, also Pflanzerde oder Gartenerde. So. Obendrauf gebe ich dann Kompost. Das ist so fertiger Kompost. So. Und da pflanze ich jetzt wieder ein. Ich mache dann, wie man es halt so macht, in der Mitte ein Loch. Dann nehme ich, ich habe da meine alten ausrangierten Besteckteile. Da habe ich eine Kuchengabel. Und das nehme ich immer gern für so kleine Pflanzen, da habe ich einfach mehr Gefühl und steche das vorsichtig raus. So, hier, da sieht man auch unten schon die Wurzeln. So, und das gebe ich dann da rein. Drücke das dann ein bisschen an, so und fertig. Hier. So, das mache ich jetzt mit dem Rest noch. Ich habe jetzt da noch zwei Töpfe. Da tue ich auch einmal klein noch Erde rein. So, dann mache ich da in der Mitte wieder meine Pflanzlöcher rein und hole mir dann mit der Gabel die kleinen Pflänzchen. So, eigentlich reicht es schon, aber weil ich jetzt da so viel habe, mache ich halt ein bisschen einen dichteren Stock draus. So. So, fertig. Und hier noch rein. Ja, da bleibt ja nur was übrig. Brauche ich noch ein paar Töpfe. Weil Basilikum ist gut, wenn man das zwischen den Tomaten pflanzt. So, ja, ich will auch kein Pflänzle da verkommen lassen. So, das lassen wir so. So, dann noch ein bisschen drauf gießen. Gieße ich oben drauf, dass die Erde runtergeht. So, und das war's dann schon. Da schaut was raus. So, jetzt habe ich 5 Basilikum-Pflanzen, also Stöcke schon. Und da kann ich ja noch 2 bis 3 Stück rausmachen. Und das mache ich auch noch. Ja, das ist der Zwischenstand, also erst ansehen, jetzt pikiere ich das praktisch und wenn es jetzt dann wieder gewachsen ist, bevor ich es rauspflanze oder wenn ich es rauspflanze, kommt wieder das nächste Video. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und wer mich unterstützen will, der klickt mal oben auf den Link. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.